Stuttgart als nächstes Hindernis auf dem Weg zur Meisterschaft. 3 Punkte Rückstand nur noch auf Leipzig, 29. Spieltag. Ist auch ein schwer zu bespielender Gegner heute mit einer veränderten Truppe. Ich habe es ja schon angekündigt, dass und ihr habt es ja auch gesehen, dass einige nach dem Spiel gegen Atletico nicht ganz so fit waren. Die rechte Seite bleibt bestehen mit Bellingham, mit Pedersen und mit Malen. Modest stürmt vorne, Salih Özcan ist mal wieder im Mittelfeld neben Bellingham. Dazu eine Innenverteidigung, die so nie zusammengespielt hat und auch nie mehr zusammenspielen wird. Aus Emre Can und Koulibaly, der auch wieder die Chance bekommt, weil wir haben sonst keine anderen. Das ist auch übrigens eine Schwachstelle bei Dortmund, da muss ich auch nochmal nachlegen in der Innenverteidigung. Jetzt zeige ich das Ganze mal, wie sich das zusammenstellt. Links ist dann Bessay, den hätte ich natürlich auch innen hinstellen können, aber dann hätte ich links keinen gehabt, hätte ich vielleicht Skelly hinstellen können, aber ich vertraue den beiden mal. Mal gucken, wie gut oder wie schlecht es wird. Und dann, ja, schauen wir mal unter der Leitung von Hakan Bozbakan. Wahrscheinlich gerade frisch irgendwie eingeflogen. Stelle ich es wieder aus 4-3-3. Das ist so meine Formation, mit der ich in den letzten Spielen richtig gut zurechtgekommen bin und auch bislang zurechtkomme. Ich bin gespannt. Und natürlich zählt auch heute nur ein Sieg. Weil alles andere als ein Sieg und hoffen, dass Leipzig nicht gewinnt, kann ich nicht. Weil alles andere würde uns nichts bringen. Und die erste Chance, Veron, an allen vorbei. Mavropanos kommt auch nicht hinterher. Bleib ruhig, Junge. Und dann rettet Müller. Da fängt schon an, ey. Wenn du das Ding reinmachst, ey. Frühes Tor, hast Schwung, Selbstvertrauen, hast das Momentum auf deiner Seite, ey. Und dann, ja, schade, schade. Aber gut. Mal gucken, erster Eckball. Da ist Koulibaly, nee, Modest ist es. Das wäre zum Beispiel auch mal einer, so Koulibaly oder Modest, den ich halt auch mal ein Tor einfach gönnen würde. Wie geil wäre das denn? Schauen wir mal, Malen. Modest ist ja in der Mitte. Wir müssen ihn nur anspielen können. Da ist er. Oh. Harter Zweikampf, aber ist okay. Ja, Stuttgart hat gerade ein bisschen Probleme, das Ganze zu klären. Die spielen mit einer Fünferkette übrigens. 5-3-2. Gyasi vorne und Tomasch. Wir haben auch nur 28 Gegentore. Das hat sich viel, viel mehr angefühlt. Gefühlt haben wir 40 Gegentore bekommen. Na gut, gibt den Freischuss und Koulibaly, er muss ja auch mal ein gutes Spiel. Also ich meine, gegen Schalke, gut, die erste Halbzeit war halt nichts. Ich glaube, gegen Bochum hat er da auch gespielt. Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall auch nicht so gut. Aber der hat großes Potenzial, ein ganz großer zu werden. Aber dafür muss er halt auch Fehler machen dürfen. Ansonsten kann er sich nicht verbessern. Ist einfach so. Und Stuttgart kommt. Aufgepasst in der Mitte. Und außen Koulibaly. Nee, das war harmlos. Kobel hat den. Wie gesagt, eine ganz, ganz wilde Innenverteidigung mit Koulibaly und Emre Can. Das gibt es auch noch heute und nie wieder. So. Aber die Offensive, die gibt es häufiger. Hier Modest und Veron diesmal von der anderen Seite. Jetzt aber vielleicht mit links. Nee, wieder mit rechts. Und diesmal ist er drin. 17. Minute, 1-0, Gabriel Veron. Das wird auch noch ein richtig, richtig guter. Also wir haben Zukunft wirklich in der Mannschaft. Müssen auch noch Zukunft einkaufen. Gestandene Leute auch noch, ja. Wenn wir einen Mix aus beiden kriegen, das ist überragend. Aber der Ball war weitaus schwerer. Und der geht dann halt rein. Ist wie es ist, die einfachen Bälle gehen dann drüber. Oder hält der Keeper und die schweren Dinger, die gehen dann halt rein. Egal. 6. Tor ist eine gute Statistik für ihn für sein erstes Jahr Bundesliga. Und bislang sitzt der zweite Mantel ebenfalls. Die zeigen sich jetzt natürlich auch. Ne? Die wissen auch, es geht hier um viel. Meisterschaft steht auf dem Spiel. Die können ganz großen Beitrag dazu leisten. Und Frankfurt übrigens auch. Die spielen jetzt gerade parallel oder spielen gegen Leipzig. Die könnten uns also auch dabei helfen. Aber aufgepasst. Oh, Gyasi in der Mitte. Und Koulibaly, gut. Gute Stellungsspiel. Aufgepasst. Also nochmal. Zack. Presch dazwischen. Zweikampf gewonnen. Jetzt noch den Ball zum Mann anbringen. Super gemacht. Und wieder malen. Der macht so irgendwie alle nass in den letzten Spielen. Der läuft jedem davon. Der ist quirlig, wendig. Das ist wirklich überragend. Und Modest in der Mitte. Schade. Das ist halt auch ein Verkaufskandidat für den Sommer.
So leid mir das tut und so kurios das ist, aber das wird, glaube ich, jemand sein, den wir dann verkaufen. Ja, um dann Geld zu kriegen. Ach nee, wechselt der nicht ablösefrei? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas war doch, dass irgendeiner ablösefrei wechselt. Naja, es kommt auf jeden Fall erstmal Veron. Nicht an den Ball. Und Stuttgart kommt, aber Özcan. Sehr gut. Der auch nach langer Zeit wieder spielt. Der ist ja der WM Carvalho-Verpflichtung so ein bisschen zum Opfer gefallen. War vorher Stammspieler, hat dann nicht mehr gespielt, weil halt WM Carvalho einfach besser ist. War für die Position und wir halt genau so jemanden gebraucht haben. Der uns das Mittelfeld ein bisschen stabilisiert. Der den Gegnern auf den Sack geht, hinterherläuft. Und das hat er gut gemacht bislang. Spielt eine richtig gute Rückrunde. Und Bellingham und Reus und Modest und schön und schnell gespielt. Schade. Wir müssen das zweite nachlegen. Da sind wir wieder. Das zweite Ding nachlegen, damit der Gegner überhaupt nicht auf die Idee kommt, hier nochmal ins Spiel zurückzufinden. Vielleicht ja jetzt. Oh, schade. Das wäre ein schöner Ball gewesen. Von Özcan, also er hat's drauf. Auch wenn er seit Monaten nicht gespielt hat, er kann's. Wir haben jetzt natürlich auch ein bisschen Glück, dass hier die Bälle zu uns springen. Gab auch Phasen, da ist das nicht so gewesen. Malen. Gegen fünf Mann, Özcan, Reus winkt. Veron unten aber auch und er hat einen super Schuss. Veron! Und Modest im Rebound. Im Nachsetzen, schade. Aber Veron, der macht Spaß in dem Spiel. Drei Chancen, ein Tor hat er gemacht und Modest. Ah, oh, schade, das war auch so hauchzart vorbei. Da passt wieder die berühmte Bildzeitung nicht dazwischen. Und es ist halt auch ein Spiel auf ein Tor, aber das steht halt nur 1-0. Das ist das Gefährliche und das Entscheidende, dass es nur 1-0 steht, leider. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein Tor nachlegen. Mindestens. Achtung, Stuttgart kommt. Und Özcan. Richtig, richtig gut. Haut sich rein, gewinnt viele Zweikämpfe. Richtig, richtig gut gemacht. So, und jetzt nächster Angriff. Wieder übermalen. Wenn was geht, dann vermehrt über rechts jetzt. Gibt noch eine Minute oben drauf. Mal gucken, können wir noch eine Chance vielleicht rausspielen. Bellingham. Reus, Veron unten. Wieder frei, wieder viel Platz. Und das 2-0. Kurz vor der Pause. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Es läuft. Es läuft gefühlt richtig gut. Alles für uns. Muss aber nichts heißen. Aber das war hier ganz, ganz entscheidend. Ruhig geblieben und Veron findet die Lücke hinter der Abwehr, hinter der Fünferkette, muss man ja sagen. Also, ihr seht, es gibt auch Fünferketten, die löchrig sind. Und Veron nutzt das dann zweimal aus. Sehr, sehr schön gemacht. Der wird auch einen höheren Marktwert bekommen im Sommer, gehe ich von aus. Also wir haben den, ich weiß gar nicht, vergleichsweise für wenig Geld eigentlich geholt und werden den wahrscheinlich dann irgendwann wieder für mehr Geld verkaufen. Ist ja nun mal Sinn und Sache. Oder Sinn der Sache, ne? Deswegen kommt er jetzt auch raus, nicht weil er zwei Tore gemacht hat, sondern um halt auch zu schonen. Einfach vorne würde ich Moukoko für Modest bringen, dass er auch wieder Spielpraxis kriegt. Ich müsste normalerweise zwei, drei Truppen gleichzeitig spielen lassen. Bei den Entwicklungen. Dazu haben wir ja noch dann Karim Adeyemi, der wieder fit ist. Der dann auch, denke ich, in den letzten Bundesligaspielen eine Option sein wird. Aber Malen, der hat das halt gut gemacht. Und warum soll ich jetzt Malen rausnehmen, nur weil Adeyemi wieder fit ist? Jetzt muss ich halt Adeyemi wieder zurückkämpfen. Und da ist Moukoko. Das ist ja auch eine Geschichte. Modest bekommt es mit dem Kopf nicht hin. Und der kleine Moukoko mit seiner ersten Chance, er kann es selber gar nicht fassen. Völlig aus dem Häuschen. Schreibt nächste Woche noch eine Englischklausur. Und am Wochenende schießt er jetzt Dortmund hier zum Sieg. Er kann es gar nicht glauben. Und Vorlage wieder von Malen. Hier aber der Lauf an ersten Pfosten. Und dann, ja, ist sich Müller mit seinem Innenverteidiger nicht eins. Ist das sogar Zagadou? Ich meine, das ist Zagadou. Der kriegt ihn dann gegen den Kopf. Aber das wäre bei Modest nie passiert. Hundertprozentig. Gehe ich fest von aus, dass Modest nicht dieses Glück gehabt hätte. Oder diesen Laufweg gemacht hätte, weiß ich jetzt nicht. Aber das sind so Sachen, ey, ganz kurios. Aber 3-0. So genau wie das zweite. Richtig entscheidend. Kurz vor der Pause oder mit dem Schluss oder Halbzeitpfiff und hier direkt nach der Pause
Das ist halt eine super Ausgangslage jetzt für uns. Und das spielt uns natürlich in die Karten. Wir können so ein bisschen die Handbremse ja anziehen, ein, zwei Gänge zurückschalten. Und halt hoffen, dass die Frankfurter irgendwas gegen Leipzig machen. Zur Not ein Remis. Remis würde auch gehen. Dann wäre es nur noch ein Punkt. Und den kann Leipzig auch am letzten Spieltag verspielen. Und es sieht richtig, richtig gut aus. Also die letzten Wochen, da haben wir uns echt gestrafft, gesteigert und auch wirklich mal konsequent durchgezogen. Egal ob in der Champions League, besonders in der Bundesliga. Genauso muss das sein. Wir machen auch weiter direkt hier. Wir haben ein gutes Torverhältnis, aber wir können es noch besser machen. Und die Stuttgarter, die kommen gerade so bis über die Mittellinie und dann seht ihr, Fehlpässe. Das ist dann halt auch ein Gegner, der genau zur richtigen Zeit vielleicht uns jetzt hier serviert wird. Und in der Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, oh, so weit wollte ich den gar nicht, ist das natürlich für uns ein Geschenk. Es ist Jan Bellingham und Moukoko vielleicht mit der Chance. Ja, schade. Und wieder selbes Muster. Gerassi ist jetzt zwar durch. Achtung. Aber Pedersen steht auf dem Fuß. Das ist kein Foul. Und dann geht's weiter. Nächster Konter diesmal über links. Ryan Kent, Veron. Ah, nee, da ist Marlen. Marlen. Moukoko und Özcan. Schade. Ah, das ist ein bisschen blind, was die Stuttgarter spielen. Warten wir nochmal ab, nicht, dass sie jetzt ein Tor machen. Die versuchen. Versuchen vieles, versuchen alles. Oh, ist abseits, schade. Aber es klappt halt heute nicht. Morey ist auch übrigens mal auf der Bank. Den gibt es sogar noch. Den können wir auch mal spielen lassen. Komm, Spaß ist halber. Das ist jetzt entschieden. 0-3. Da wird nicht mehr viel passieren. Im Mittelfeld können wir nochmal Reyna reinbringen für Reus. Beino Gittens kann für Malen rein, dass sie ja geschont werden. Bringt zwar nicht viel, habe ich so das Gefühl. Also ich glaube nicht, dass wenn du Spieler früher rausnimmst, dass die ja dann auch wieder mehr generieren. Aber wir beobachten es. Wir werden das beobachten. Nächste Chance. Schade, zu schnell. Zu schnell, aber jetzt schnell gespielt. Moukoko, Chance aufs Zweite. Schade. Die Lücken sind jetzt natürlich da. Das wird so ein bisschen auslaufen jetzt sein. So ähnlich wie ein Trainingsspiel. Hat jetzt so Trainingsspielzüge. Aber egal, ich will noch weiter Tore schießen. Achtung, zur Not auch ein Eigentor. Zur Not auch ein Eigentor. Und ihr seht, wenn das schon nicht klappt, also wie gesagt, ein gefundenes Fressen heute für uns in unserer Lage. Würde mich nicht wundern, wenn der Außenrissschuss jetzt reingeht. Özcan, schade. Das sind wieder gute Statistiken hinterher. Eckball mal direkt versuchen, dann musste der Keeper aber raus. Das geht. Aber im Karrieremodus nicht, weil der Keeper nicht rausgeht. Von daher wenig Chancen auf Erfolg. Ryan Kent vielleicht mal einen Freischuss ziehen? Nee. Dann lieber so einen Ball spielen. Schade. Aber weiter, weiter, weiter. 128 Bälle, Stuttgart 84. Ihr seht, das sagt auch schon einiges aus über das heutige Spiel. Achtung. Tomáš Emre Can. Und da muss man auch sagen, gut, die haben jetzt nicht so viel zu tun bekommen, aber Emre Can, Koulibaly, die können auch nochmal irgendwann anders so zusammenspielen. Die Sachen, die auf sie zukamen, haben sie gut gemacht, haben sie gut verteidigt. Koulibaly vor allem. Jetzt aufgepasst. Can steht nicht richtig und Kobel muss mal einen Ball abwehren. Der wird auch ganz froh sein, dass ja, ein bisschen was zu tun bekommt. Ecke kommt. Gittens. Achtung. Ich glaube, Mavropanos war es, aber ungefährlich eigentlich. So, 8 Minuten. Ich würde gerne auf den Nebenplatz schielen. Geht leider nicht. Von daher müssen wir abwarten, bis das Spiel hier vorbei ist. Moukoko auf Reyna. Schön gespielt. Und er hat jetzt die Chance. Macht da alleine. Spitzerwinkel. Egal. 4-0. Gio Reyna, sehr, sehr schön. Auch großes Talent, viel Potenzial. Beino Gittens genauso. Moukoko, also wie gesagt, wenn ihr eine Mannschaft spielen wollt, wo viel Potenzial auf dem Platz ist, spielt mit Dortmund.
Schön gemacht. Musste natürlich auch erstmal so machen, ne? Gibt auch Situationen, wo die nicht reingehen, aber heute geht er halt rein. Heute geht er halt rein. 4-0. Und auch wieder ein Ausrufezeichen und ein Zeichen an Leipzig, Leverkusen und die Bayern. Dass eigentlich der Titel nur über Schwarz-Gelb dieses Jahr gehen kann. Kobel. Und Guirassy. Und jetzt ist es doch passiert. Ein Ehrentreffer für Stuttgart. 1-4. Gut, bin ich jetzt nicht böse drum. Ist zwar nicht schön, aber... Das kann immer mal passieren. Hier abgefälscht, klar. Dann rücken wir nicht nach. Dann vergessen wir Guirassy im Rücken und dann, ja, 1-4. Ist nicht schön, aber gut. Da geht schon die Hälfte auf der Haupttribüne. Oder waren die schon zu Spielbeginn gar nicht besetzt? Weiß aber nicht. Ach, und sein erstes Tor. Na gut, das passt dann auch dazu. Da kann es noch so gut laufen, wenn wir Gegentore kriegen. Dann immer durch Spieler, die ihr erstes Saisontor machen. Ist aber auch schwach für einen Stürmer. Für Guirassy. Na gut, zack, war nun mal nochmal rein, nochmal gelb abholen oder was? Ja. Das muss jetzt natürlich auch nicht mehr sein. Also 4-1 Sieg, nächster Bundesliga-Sieg ungefährdet in Stuttgart. Und wir bleiben weiter oben dran, müssen jetzt auf Leipzig natürlich gucken und auf Frankfurt. Vielleicht haben sie ja gewonnen. Und dann sind wir Tabellenführer. Schauen wir mal. Rundum perfektes Spiel und rundum perfekter Spieltag wäre es natürlich jetzt, wenn wir Erster werden. Gut, erstmal Vorschau auf Atletico. Da müssen wir auch noch auf die Champions League Hinspiel gucken. Habe ich gar nicht gemacht im letzten Part, seht ihr? Ha, habe ich wieder was vergessen, was wichtig ist. Schauen wir mal. Also, wir haben die anderen gespielt. Real hat gewonnen. Barca 4-3. Ach, die haben schon ihre Rückspiele. Okay, also Barca kommen ganz, ganz knapp weiter. Spielen 2-2 gegen Leipzig im Rückspiel. Haben dann das Hinspiel 2-1 gewonnen. Knappe Begegnung. Barca und die Spurs sind auch souverän weiter. 4-0. Also, ein spanisches, ein englisches. Es könnte noch ein englisches und ein spanisches Team folgen. Es könnte auch ein deutsches und ein... Also, ihr seht ja, was möglich ist. Und Bundesliga sind wir... Ha! Schade, immer noch Zweiter. Hat Leipzig gewonnen gegen Frankfurt. Aber auch nur knapp 2-1. Also, die merken jetzt auch so langsam, es wird eng. Die Luft wird dünner. Jetzt spielen sie gegen Bochum. Okay, Bochum... Ja, weiß ich nicht. Ich habe immer Hoffnung. Also, ich bin jetzt Fan von jedem Gegner, der gegen Leipzig spielt. Bin ich sonst auch. Aber jetzt erst recht, dann haben wir noch Union. Oder die haben noch Union... Unter anderem, dann müssen sie noch nach Freiburg. Wir spielen auch noch gegen Union, unter anderem gegen Mainz zu Hause. Zwei Heimspiele, also es gibt noch ganz, ganz wichtige Duelle in den nächsten Parts und ich bin gespannt, wie wir die bestreiten werden. Also, macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Rückspiel gegen Atletico.